WDR 5 Tischgespräch. Das Tischgespräch bei WDR 5 kommt heute aus dem Schlosshotel in Kassel. Und mit mir am Tisch sitzt Hannes Wader, einer der bekanntesten deutschsprachigen Liedermacher. Ich bin Gesa Rünker. Hannes Wader, Sie waren und sind viel unterwegs, sind gut rumgekommen, nicht nur bei Ihren Tourneen, sondern auch bei Ihren Wohnorten. Sie sind in Bielefeld aufgewachsen, haben in Berlin gelebt, haben in Hamburg gelebt, in Nordfriesland, in Steinburg und sind jetzt in Kassel. Heute hier, morgen dort ist ja eins Ihrer bekanntesten, wenn nicht sogar das bekannteste Lied. Wie würden Sie diese Heimatstadt Kassel beschreiben? Wie würde ich die beschreiben? Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich habe sie nämlich nicht als meine jetzige Wahlheimat gewählt, sondern das hat meine Frau gemacht. Mhm. Unsere Kinder sind jetzt groß. Meine Frau ist wesentlich jünger als ich. Mhm. Sie wollte beruflich nochmal durchstarten. Sie ist Psychologin. Wir wollten Nordfriesland bzw. Schleswig-Holstein nach 25 oder 30 Jahren ohnehin verlassen, um irgendwo anders hinzugehen. Und da haben wir gesagt, da, wo dir was angeboten ist, dein Job, da gehen wir hin. Mir ist es nämlich egal, wo ich bin, heute hier, morgen dort. Da ist schon was dran. Und deshalb bin ich in Kassel, weil mir das egal ist. Mhm. Ansonsten würde ich Kassel als eine Stadt bezeichnen, nämlich die mich von allen Städten, in denen ich gewohnt, gelebt habe, ob es Berlin ist oder Hamburg oder sonst wo, mich am freundlichsten empfangen hat. Da kommen verschiedene Dinge zusammen. Als ich ankam, wurde ich schon freundlich empfangen. Und dann wurde ich 70 und da gab es einen gewissen Hype um meine 70 herum. Also in allen Medien, in Talkshows und so weiter. Und ich musste eine neue Platte machen und die und Sendungen und so weiter und so weiter. Und dadurch sind die Kasseler noch aufmerksamer auf mich geworden, als es vielleicht schon vorher gewesen sind. Ich genieße eigentlich so meine Situation sehr, dass mich nicht jeder erkennt auf der Straße. Und dadurch habe ich ein sehr angenehmes Leben. Das habe ich immer noch. Selbst wenn mich Leute erkennen und grüßen, hey Hannes, dann ist das immer noch in einem ganz freundlichen und selbstverständlichen Bereich. Und wenn das weiter so bleibt, die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre oder 40, ich bin ja noch jung, erst 70, dann bin ich sehr zufrieden. Super. Dann bleibe ich hier in Kassel. Kein heute hier, morgen dort mehr. Das heißt, ich bin jetzt 71, habe schon wieder gelogen. Sie haben gerade gesagt, das ist Ihnen eigentlich egal, wo Sie sind. Da hängen Sie nicht so dran. Dann würde ich mich dafür interessieren, zu wissen, was muss da sein? Was muss denn stimmen, damit Sie sagen können, hier fühle ich mich zu Hause? Das muss gar nicht stimmen, weil ich mich nirgendwo zu Hause fühle. Mhm. Das habe ich jetzt mittlerweile rausbekommen in den Jahrzehnten, in denen ich schon lebe, dass ich eigentlich gar kein Zuhause habe und dass ich auch wahrscheinlich auch keins finden werde. Und deshalb ist mir das auch egal, wo ich bin. Mhm. Ich kann nichts aufheben und nichts sammeln. Und ich kann mich an nichts hängen. Und deshalb ist zum Beispiel Treue, also doch an etwas zu hängen, für mich eine Art Programm. Fällt mir leicht. Also zum Beispiel, ich bin jetzt 27 Jahre verheiratet. Mit meinen Mitarbeitern, also meiner Crew, Techniker und Tourneeleiter, Peter Ledebuhr und Ben Ahrens. Ben Ahrens ist jetzt seit 33 Jahren dabei. Er nimmt auch meine Platten auf im Studio. Und Peter Ledebuhr ist jetzt seit 28 Jahren dabei. Und sie kommen jetzt auch in die Jahre, so genau wie ich auch. Aber wir wollen das noch eine Weile zusammen machen. Wir wollen noch eine Weile zusammen auf Tour gehen, sozusagen. Also da gibt es Treue, da gibt es auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, natürlich gibt es das. Was ich damit sagen will, ist eigentlich, ich bin mir nicht ganz so im Klaren über meine Empfindungen, wie stark die sind oder wie schwach. Mhm. Wissen Sie was? Ich weiß ziemlich wenig über mich. Ich kann Fragen beantworten, was ganz bestimmte konkrete Dinge betrifft, vielleicht. Aber was ich für einer bin, weiß ich selbst nicht. Ich lebe so in den
Tag hinein und lasse das alles, was mir begegnet, auf mich wirken. Ich habe ja das Privileg, das umsetzen zu können, was mir so durch den Kopf geht oder was mich berührt, auch empfindungsmäßig. Da mache ich dann ein Lied und singe das und dann ist der Fall erledigt. Okay. Ja, nicht immer, aber... Ja. Aber ist schon mal benannt, der Fall. Ja, benannt. Besungen, zum benannt Beispiel, und besungen. Ja. Ja. Hat einen Namen und damit kann man dann was anfangen. Ich hänge nicht an Dingen, haben Sie gerade formuliert. Wie ist das mit Besitz? Das schließt das ein. Mhm. Ich habe ja eben von einer Art Programm gesprochen, was ich mir auch auferlegt habe. Da hat sich auch einiges verändert. Zum Beispiel, was auch Besitz oder Eigentum betrifft. Zum Beispiel, da habe ich das Rentenalter überschritten. Ich muss ja auch irgendwo sehen, sagen wir mal so, diesen allgemeinen Spruch, der Allgemeinheit nicht zur Last fallen. Also irgendwo muss ich kriege auch eine kleine Rente und da bin ich ganz stolz drauf, dass ich die kriege, dass ich dann irgendwann mal die Künstlersozialkasse beansprucht habe. Das heißt, die hat mich beansprucht. Das war eine Zwangsversicherung. Mhm. Sonst hätte ich das nämlich nicht gemacht. Und jetzt bin ich froh, dass ich die paar Kröten kriege, die regelmäßig kommen. Da fühle ich mich allen anderen Menschen, die auch so eine Rente kriegen, fühle ich mich dann verwandt und nah. Mhm. Also ich fühle mich dann nicht so ausgegrenzt. Ansonsten achte ich schon mehr drauf, weil ich ja Familie habe. Meine Frau hat mich auch erzogen. Ich habe jahrzehntelang kein Portemonnaie benutzt. Ich habe dann irgendwie, wenn ich Geld brauchte, als es noch Bankcards gab, dann mir sowas in die Tasche gestopft, meist in die hintere Gesäßtasche. Und dann habe ich dem was rausgezogen, da flog dann schon mal so ein Hunderter durch die Gegend und kam, wenn der Kellner ehrlich war in der Kneipe, dann hat er gesagt, hier, Alter, hast was verloren. Und das hat meine Frau sich ein paar Mal mit angesehen. Und dann hat sie gesagt, ich kaufe dir morgen ein Portemonnaie. Möchtest du ein braunes, ein schwarzes? Aber Portemonnaie. Und da habe ich mich drauf eingelassen und seitdem trage ich ein Portemonnaie. Und bin ganz stolz darauf, dass ich das tue. Dass ich da in dieser Weise eine gewisse Art System in meinen Alltag gebracht habe. Ich glaube, ich habe da ja auch zum Geld ein sehr eigenartiges Verhältnis gehabt, das sich jetzt ein bisschen normalisiert hat im Alter. Aber das war schon extrem ablehnend. Auch ein bisschen, weil ich dachte, es kommt mir auch nicht zu. Das zu tun, was man am meisten liebt, nämlich singen. Ich habe damals 24 Stunden am Tag gesungen. Wenn ich nicht hätte schlafen müssen, hätte ich das getan. Also, aber jedenfalls, sobald ich aufstand, bis ich zu Bett ging, habe ich immer nur Gitarre gespielt und gesungen. Das war mein Leben und mein Glück. Mhm. Und dafür noch Geld zu verdienen, habe ich als unmoralisch gesehen, unethisch. Sie hatten jedenfalls eine ablehnende Haltung Ihrem eigenen verdienten Geld gegenüber, das hat sich jetzt gewandelt. Das hat sich auch gewandelt, weil ich behaupte, ich arbeite für dieses Geld, das ich verdiene. Und das ist so viel auch nicht. Ich bin einverstanden damit, okay? Ich habe die 70 überschritten und bin immer noch tätig, gehe immer noch auf die Bühne. Das muss ich auch, weil ich aus den vorhin erwähnten Gründen in der Vergangenheit schlampig gewirtschaftet habe. Verantwortungslos. Und habe kein Vermögen anhäufen können. Auch durchaus mal Schulden gehabt. Also muss ich jetzt mit 70 wahrscheinlich noch mit 80 weiter singen. Auch durchaus mal hohe Schulden gehabt und so. Ja, ja, ach ja. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Natürlich Millionen von Schulden. Aber die habe ich alle abbezahlt. In Ihrer Kindheit war wenig Geld da? Gar keins. Ich entstamme dem Landproletariat Ostwestfalens, bei Bielefeld auf dem Land aufgewachsen. Mein Vater war kurze Zeit Fabrikarbeiter in Bielefeld, wurde dann aber 1933 nach der Machtergreifung Hitlers gleich entlassen, weil er Sozialdemokrat war, und ist dann nie wieder in die Fabrik gegangen. Er hat dann auf dem Land gearbeitet und als Schiffsarbeiter auf dem Bau. Und meine Mutter hat geputzt, war 10 Jahre beim Bauern, auch als Magd, und ist dann in die Stadt gegangen und hat dort eine Putzstelle angenommen. Bis zu ihrer Rente. Das ist meine Sozialisation. Wie war die Atmosphäre zu Hause? Die Atmosphäre zu Hause. Ich habe keinen Vergleich mit anderen Familien. Keiner hatte Zeit.
Alle arbeiteten, meine Schwestern leben noch. Sie sind 8 und 9 Jahre älter als ich. Sie waren das Nesthäkchen? Ja. Ich war so ein Urlaubskind, Jahrgang 42. Mein Vater war irgendwo in Ostpreußen, war Soldat, später in Norwegen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt erwünscht gewesen bin. Kann ich nicht beurteilen. Also ich habe wenig schöne Erinnerungen an zu Hause. Weiß ich nicht. Ich kann es, wie gesagt, mir fehlt der Vergleich. Ich weiß nicht, wie schreckliche andere Kinder behandelt wurden oder sonst irgendwas. Ich wurde nicht viel geschlagen oder sonst irgendwas, aber ich wurde vernachlässigt. Ich verwahrloste in gewisser Weise. Das weiß ich noch. War auch eine Freiheit. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich machte den ganzen Tag, was ich wollte. Und kam nur zum Essen. Wenn überhaupt Essen da war, kam ich nach Hause. Das juckte eigentlich keins. Ich wurde dafür nicht bestraft. Das ist doch schon viel. Ich streunte meist alleine durch die Wälder. Und haben aber auch Musik gemacht. Ja, jetzt kommen wir zu der Musik. Da verdanke ich ja auch gerade meiner häuslichen Umgebung, Atmosphäre ja auch das, was ich heute bin. Nämlich, es sind meine Wurzeln, auch meine musikalischen Wurzeln. Mein Vater, Jahrgang 1904, hat 1927 als junger Sozialdemokrat, also als Kämpfer, der hat im Rahmen der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung damals einen Mandolinenverein gegründet. Das war eine sozialdemokratische Initiative, genauso wie Chöre oder Arbeiterturnerbünde und sowas. Mein Vater war Vorturner der Damenriege, da beweist er ganz ausgebuffter Sportler. Vorturner der Damenriege? Ja, sowas gab es damals. Wieso war also in diesem Landkreis, nicht? Im Landkreis von Bielefeld. Aber er war doch gar keine Dame. Nein, aber trotzdem. Einer musste ja vorturnen und das war er dann. Ja. Und dann haben Sie aber in dem Mandolinenorchester mitgespielt. Ja, und meine Schwestern, von denen ich gerade erzählt habe, die haben das auch. Ich habe dann als 9-Jähriger dann auch mal versucht anzufangen auf der Mandoline meines Vaters und habe das dann wieder aufgegeben, bin aber dann mit 12, 13 wieder dazu gestoßen zu diesem Verein. Bald darauf wurde Mandoline spielen uncool, würde die Jugend heute sagen, Mitte der sondern 50er Gitarre Jahre. War angesagt. Und dann habe ich Gitarre gelernt, auch im Verein. Es wurde ja auch in dem Verein Gitarre gespielt. Das war sozusagen die Rhythmusgruppe des Mandolinvereins. Und ich hatte da Unterricht bei meinem Schwager, der Dirigent dieses Vereins war. Also das war musikalisch irgendwie doch, ja, da spielte sich was ab. Da war also eine Gemeinschaft da? Ja, es war auf jeden Fall eine Gemeinschaft da. Aber was ich heute weiß und damals nicht so wahrgenommen habe, das gab es in anderen Familien gar nicht in der Umgebung. Die Mitspieler kamen nicht aus der direkten Nachbarschaft, sondern alle so aus dem Amtsbereich. Und deswegen empfinde ich es heute auch wieder als Privileg, dass ich diese Möglichkeit hatte, dass ich also immer doch irgendwo in irgendeiner Weise von irgendeiner Art von selbstgemachter Musik umgeben war und auch selber machen konnte, durfte, was es in den anderen Familien gar nicht gab, die ich kannte. Nö, das war nicht selbstverständlich, ne? Nein, das war nicht selbstverständlich. Und ja, mein Onkel spielte auch noch Trompete, also die ganze Familie machte, meine Mutter sang wunderbar. Meine Tanten waren auch in den sozialdemokratisch gegründeten gemischten Chören. Ja, und heute bin ich natürlich dankbar, dass ich wenigstens diese Berührung hatte mit Musik. Was haben Sie musiziert? Volkslieder? Arbeiterlieder? Romantisches? Nein, keine Arbeiterlieder. Das war also damals, glaube ich, auch schon vor dem Krieg, war das politische Lied ein garstig Lied. Es wurden keine Arbeiterlieder oder Arbeiterkampflieder gesungen. Das machten die Kommunisten. Es wurden damals für die schweren Arbeiterfäuste in den Mandolinenvereinen die populären Opern und Ouvertüren wurden gestaucht, sodass sie als Potpourri oder Medley, würde man heute sagen, so in diesen Vereinen gespielt werden konnten. So. Zum Beispiel haben wir die Ouvertüre zum Freischütz gespielt.
verschiedene Verdi-Opern, Ouvertüren, La Traviata haben wir gespielt mit Mandolinen und. Also es war schon der Zugriff auf das sogenannte kulturelle bürgerliche Erbe da. Und das war vielleicht auch die Sehnsucht und auch ja, es dahin zu bringen, jedenfalls in die Nähe einer solchen Kultur. Mhm. Aber die Musik der 50er Jahre war doch dann wahrscheinlich, haben Sie ja auch angedeutet, dann doch noch mal ein bisschen was anderes als das, was Sie im Mandolinenchor spielten. Die Musik der 50er Jahre war Schlagermusik. Ja. Und meine Helden waren auch, wenn die Conny mit dem Peter Kraus und Cornelia Frobös, und Peter Alexander, Vico Toriani, Katharina Valente, das waren die Helden meiner Kindheit und Jugend. Und ich bin zu einer etwas anderen Musik, außer des Mandolinenvereins, erst sehr viel später gekommen. Ja. Sie haben sich Dean Martin gewünscht. Memories are made of this. Ja. Ist das so einer aus der Zeit? Das ist einer meiner alten Helden aus den End-50ern und ja, zum Teil auch in die Anfänge der 60er hinein. Diese Schlagermusik, von der ich gesprochen habe, das war damals, davon hallte die ganze neue Bundesrepublik wider. Es gab nichts anderes. Dann noch beim WDR zum Beispiel, wir haben ja immer WDR gehört, Willi Schneider, ich möchte noch mal 20 sein. Er wurde jeden Tag 3 oder 4 Mal gesendet, über Jahre hinweg, und wie sie alle heißen. Und das war das, was man hörte aus dem Radio und auch identifizierte und auch sich dahin träumte. Als ich später bekannt wurde, wie auch immer das geschehen ist, weiß ich nicht mehr genau, muss ich noch mal drüber nachdenken und noch mal aufgraben sozusagen. Da bin ich natürlich Renegat geworden, aber plötzlich habe ich die verachtet, die Vico Torianis und die Katharina Valentes und wie sie im Sinne von Volksverarsche und was weiß ich, mit ihrem klebrigen Schlagerzeug die Hirne verkleben und so weiter und so weiter. Das habe ich natürlich voll übernommen und damals habe ich dann Dixieland-Musik gemacht, ich habe Klarinette gespielt und wünschte mich so mehr in so eine intellektuellere Umgebung hinein, die diese Musik eben machte. Dann hören wir jetzt auch einfach erstmal zur Erinnerung das Stück, das sich mit Erinnerung beschäftigt. Memories are made of this von Dean Martin. The sweet, sweet memories you gave me. You can't beat the memories you gave me. Take sweet, sweet one fresh and tender kiss. Add one stolen night of bliss. You can't beat the memories you gave me. One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this. You can't beat the memories you gave me. Don't forget a small moonbeam. You can't beat the memories you gave me. Fold in lightly with a dream. The memories you gave me. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this. The memories you gave me. Then add the wedding bells, the one house where lovers dwell. Three little kids for the flavor. Stir carefully through the days. See how the flavor stays. These are the dreams you will savor. With sweet, sweet his blessings from above. You can't beat the memories you gave me. Serve sweet, sweet it generously with love. You can't beat the memories you gave me. One man, one wife, one love through life. Memories are made of this. You can't beat the memories you gave me. Memories are made of this.
Dean Martin, Memories are made of this. Das war ein Wunsch von Hannes Wader, heute zu Gast im WDR 5 Tischgespräch. Ich bin Gesa Rünker. Hannes Wader, Sie sind nach Berlin gegangen, um Grafik zu studieren, wurden aber kein Grafiker, sondern Liedermacher. Wie ging das zu? Also ich kam nach Berlin, um dort Grafik zu studieren, an einer Dependance der Hochschule der Bildenden Künste in Berlin. Damals konnte ich das, obwohl ich nur Volksschüler war. Ich hatte aber einen abgeschlossenen Beruf und wurde mit den Zeichnungen, die ich eingereicht habe, beim Institut da als begabt eingestuft und durfte jetzt Studierender sein. Das habe ich gemacht und damals spielte ich ja auch noch Klarinette. Dann bin ich auf den Kurfürstendamm gegangen und habe mit anderen Leuten, die ich dort traf, Musik gemacht. Da waren welche, die auch Banjo spielten oder Gitarre spielten und sie konnten diese Standardstücke aus dem Swing- und Oldtime-Bereich. Sowas spielten wir dann und die Leute zahlten auch immer. Dann konnte man hinterher zu Aschinger gehen. Aschinger war so ein Laden, Traditionsladen, 100 Jahre alt oder so, wo man im Stehen für 50 Pfennig eine Erbsensuppe bekam und sogar noch Nachschlag. Also man konnte da leben, man konnte davon leben. Und in Berlin habe ich auch zum ersten Mal Pflastermaler, die gab es in ganz Westdeutschland nicht. Es gab die ersten Pflastermaler in Berlin damals. Berlin hatte irgendwie etwas. Und vor allen Dingen kamen damals die Studenten aus Übersee, junge Amerikaner. Und die brachten schon die neuen Gitarrentechniken mit. Die stellten sich auch auf die Straße und spielten dann Don't Think Twice oder Blowing in the Wind von Dylan. Ich kannte Dylan noch gar nicht. Der war überhaupt noch gar nicht in Deutschland gelandet. Aber die hatten schon diese... Und ich spielte ja auch Gitarre. Und gleichzeitig bin ich irgendwie auf Brassens, Georges Brassens, gestoßen, der damals auch zur Gitarre Lieder sang. Und ich verstand kein Französisch. Und das hat mir jemand, der das konnte, mal übersetzt. Und ich war wie vom Donner gerührt, dass man so etwas, was der da so lapidar so sang, mit einer Gitarrenbegleitung, wie ich sie auch beherrschte. Diese Inhalte, unglaublich. Er sang aus seinem Leben, er erzählte Geschichten aus seinem Leben und teilweise mit einem kritischen Druck, so beiläufig dahin. Und da habe ich gesagt, das mache ich auch. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mein erstes Lied geschrieben. Und das ist mein erstes Lied geblieben. Das habe ich später dann auch auf meiner ersten Platte, LP, dann auch als mein erstes Lied aufgenommen, das heißt Loch unterm Dach. Das heißt, ich will damit sagen, ich konnte es gleich. Und dann kam die Burg Waldeck. Und das war ja überhaupt das Dollste. Das war das Festival, ne? Das berühmte Festival, ja, das manche auch als das deutsche Woodstock bezeichnen. Das kann man so sagen, ja. Mhm. Auf der Burg Waldeck im Hunsrück war das, trafen sich damals alle, die irgendwas mit Volkssongs, Folklore, diese Bewegung schwappte ja erst über den Nordatlantik von den USA herüber, über die britischen Inseln, Schottland, Irland. Damals wurden die irischen Volkssongs erstmal richtig berühmt, später durch die Dubliners. Das war das, was ich damals wollte. Und dann kam ich auf die Waldeck und traf da eben auch noch andere, vor allen Dingen Leute, mit denen ich, soweit sie noch leben, auch noch eng befreundet bin, mit Reinhard May sowieso, Heinrich aus Kröer, die sind jetzt 86, sind Zwillinge aus der Pfalz, die damals auch so Volkslieder sangen, und Degenhardt sowieso, den wir jetzt haben beerdigen müssen, und noch einige andere. Und das war eigentlich nochmal eine Initialzündung für mich. Also, dass ich irgendwie glaubte, das haut hin. Das ist es. Ich habe das nicht so beschlossen, sondern ich bin auf irgendwann nicht mehr in die Hochschule gegangen. Und gleichzeitig entstanden die Clubs in Berlin. Und dann sind Sie losgezogen? Ja. Mit Reinhard May? Mit Reinhard? Ja. Ich wohnte zur Untermiete. Reinhard klopfte irgendwann mal morgens noch zu nachtschlafender Zeit um 11 an die Tür, sagt: Hannes, kommst du mit? Ich kann eine Tournee für uns organisieren. Du hast 10 Lieder, ich habe 10 Lieder. Zusammen haben wir da ein wunderbares Abendprogramm und dann singen wir noch ein paar andere Sachen zusammen von anderen.
Ja, auf sowas hatte ich nur gewartet. Und dann sind wir los. Das war so wunderbar, dass danach für uns beide absolut klar war, ich würde kein Grafiker werden und Reinhard kein Betriebswirtschaftler. Ja, und das war klar. Da war unsere Richtung vorgegeben. Sie haben sich ein Lied gewünscht von Georges Brassens, Les Copains d'abord. Da geht es auch um Freundschaft. Da kommen die Kumpel zuallererst. Ja, Les Copains d'abord, die Freunde zuerst. Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. Cent ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Das war Les Copains d'abord von Georges Brassens, gewünscht von Hannes Wader. Er ist heute zu Gast im WDR 5 Tischgespräch. Ich bin Gesa Rünker. Hannes Wader, 1972 kam nach einem Konzert in Essen die Polizei vorbei. Was war da los? Ja, ich wurde verhaftet, von der Bühne herunter. Ich hatte damals eine Wohnung angemietet in Hamburg.
Ich wollte aber so einen Grätschritt machen von Berlin nach Hamburg und dann langsam nach Hamburg. Da hatte ich schon eine Wohnung gemietet und da war eine junge Frau, die habe ich in Karlsruhe kennengelernt, irgendwo in der Kneipe, nach dem Konzert und nach dem Konzert oder was weiß ich. Und die stellte sich als Hella Utesch vor, freie Mitarbeiterin bei verschiedenen Sendern, Funk. Sie suchte in Hamburg eine Wohnung, sie bekäme aber keine, weil sie keinen Gehaltsnachweis als freie Mitarbeiterin den Vermietern vorlegen konnte und deshalb keine Wohnung kriegte. Und da hatte sie natürlich sofort mein Mitgefühl okkupiert. Klar, ich sage, ich mache jetzt eine Reise über mehrere Wochen bzw. Monate und dann kannst du in der Zwischenzeit da wohnen. In meiner Berliner Wohnung wohnte Hendrikje, das war eine Studentin, die passte in Berlin auf. Da hatte ich dann in der Berlin in der Christstraße in Charlottenburg eine Ladenwohnung. Und die wohnte da. Also das war damals üblich. Das war diese antiautoritäre Phase damals, wo man das alles möglich machte. Man teilte alles. Die Kommune 1 hatte sich gerade gegründet, kurz vorher. Die hingen dann alle Türen aus in der Wohnung, auch sogar die Lokustüren, um alles gemeinsam zu machen. Und das war ein faszinierender Gedanke. Und ja, man teilte alles mit allen. Das war so das Grundgefühl dahinter. Vollkommen bescheuert. Naja gut, habe ich gemacht und ich bin dann los, weil ich hatte zu der Zeit meine dritte Platte aufgenommen, 7 Lieder. Und hatte das Band in meiner Tasche und wusste, wenn die Platte rauskommt, ist das mein Durchbruch. Ich hatte so schon eine Art Durchbruch als Geheimtipp. Ich spielte schon vor volleren Sälen und so, aber hatte noch keine richtige. Ich hatte 2 Platten schon gemacht, aber die liefen so gerade mal so an. Aber da wusste ich, die 7 Lieder mit Kokain drauf, heute hier, morgen dort und Tankerkönig und wie gesagt, all diese Klassiker, die da drauf sind, nicht? Heute Kultlieder geworden sind, das wusste ich, das hatte ich im Gefühl. Und da hatte ich, wenn ich wiederkomme, ist mein Leben nicht mehr so wie vorher. Ich möchte mein altes Leben, das ich bis jetzt geführt habe, noch mal ein bisschen fortsetzen, noch mal strecken. Da habe ich mir die Gitarre genommen und einen Sack über die Schulter gehängt und bin durch Europa getrampt. Ich war sogar damals hinterm Eisernen Vorhang, in Budapest bin ich sogar gewesen. Und dann über Wien wieder zurück nach Holland, von Holland nach Irland, von Irland nach Schottland, von Schottland nach London und dann wieder über Frankreich. Also 6 oder 8 Wochen war ich unterwegs. Und als ich wiederkam, hatte Carsten Janke, das ist heute einer der größten Konzertagenten überhaupt, in Hamburg sitzend, damals aber in seinen Anfängen. Und der hatte schon eine Tournee für mich gebucht, also wenn ich wiederkam, gleichzeitig mit der Erscheinung meiner neuen LP. Und eines der ersten Konzerte war Essen. Und da wurde ich verhaftet, weil die Wohnung aufgeflogen war. Nämlich die Hella Utesch war ja Gudrun Enslin und die ganze Bader-Meinhof-Bande hat diese Wohnung in Poppenbüttel in Hamburg besetzt. Und dort haben sie Schalldämpfer ausprobiert und gebastelt und ausprobiert. Und in der weiteren Umgebung einen Polizisten erschossen. Ganz furchtbar. Also wurde ich verhaftet und so weiter und so weiter. Ich wurde dann auch wieder freigelassen, wurde dann erkennungsdienstlich behandelt mit Fingerabdrücke und so. Und musste dann erstmal eine Nacht in Essen, war ich in Gewahrsam im Gefängnis. Wurde dann aber wieder freigelassen, durfte dann weiter meine Tournee fortsetzen, als wäre nichts gewesen. Die Säle wurden noch voller, weil das war interessant für meine damalige Klientel, sagen wir mal so, also die studentische Jugend und so weiter, die Hannes Wader hörten. Für die war das interessant, so einen Hanni mal so aus der Nähe zu sehen, wenn sie nicht schon meine Lieder kannten und auch mochten. Und gleichzeitig kam die Platte raus und wurde ein Knaller, ja, ging durch die Decke. Ich wurde von einem Tag zum anderen reich. Ich habe nie eine goldene bekommen, weil die Frist zu lang war. Aber ich habe inzwischen sicher 300.000 davon oder mehr. Aber damals bis an die Grenze der 250.000. Ich glaube, 250.000 war damals die goldene Schallplatte.
Und das war eine Achterbahn, ne? Einerseits dieser große Erfolg. Ja, und gleichzeitig war ich unter Observation. Und dann setzte auch der Boykott ein, der Medien, weiß ich noch. Da war alles schon vorher organisiert gewesen. Also zum Beispiel die Auftritte waren organisiert. Ein Auftritt in Bonn, Bad Godesberg. Ein Konzert vom RIAS Berlin, den es nicht mehr gibt, für die Bonner Politiker in Godesberg. Und zwar mit Berliner Künstlern. Inselburg und Co., Reinhard May, Schubert und Black. Und wenn ich jetzt noch welche vergessen habe, dann bitte ich um Entschuldigung. Und die waren alle da, ich auch. Und da wurde mir der Zugang verweigert. Ja, Sie sind hier draußen. Sie treten hier nicht auf. Ich sage, doch, ich bin engagiert. Nein, Sie haben keinen Zutritt. Und dann bin ich laut geworden, dann habe ich gesagt, er soll sich sein Verbot in den Arsch schieben oder sonst irgendwas. Und kam Ingo Inselberg, ich sage, Hannes, was ist denn los? Ich sage ja, ich darf nicht singen. Ich bin hier wohl Terrorist oder was. Und da ist Ingo auch unter die Decke gegangen. Es war gerade Probe. Alle Kollegen standen auf der Bühne in Bad Godesberg, in dem Saal, und sagte, Hannes darf nicht singen. Und dann haben sich alle zusammen im Gänsemarsch den Saal verlassen und den RIAS boykottiert quasi. Es sollte vom RIAS ja aufgenommen werden. Und ist der Intendant eingeflogen. Und dann haben wir mit einem Kölner Anwalt was ausgemacht, dass ich auftrete und dass auch meine Lieder, die ich singen würde, auch gesendet würden. Das haben wir durchgesetzt. Sonst wären die anderen alle nicht aufgetreten. Da haben wir wieder die Les Copains, die Freunde, die mich damals auch sozusagen gerettet haben, die Kollegen. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn ich da unverrichteter Dinge hätte wieder umkehren müssen, wäre das quasi ein Fallbeispiel gewesen für alle anderen Sender und nicht nur für die Sender, sondern überhaupt. Zum Beispiel in Österreich war eine Österreich-Tournee geplant, die wurde von Österreich aus abgesagt, weil die Veranstalter und die österreichischen Behörden mich nicht in Österreich sehen wollten damals. Also es ging schon richtig zur Sache. Es war eine Zerreißprobe. Wenn Sie alte Bilder von mir sehen, Fotos aus der Zeit, ich bin da zum Skelett abgemagert. Ich habe auch nur geraucht. Ich rauchte damals 80 wie dann ohne Filter am Tag. Das geht natürlich nur simultan, wenn man gleichzeitig 3 Zigaretten parallel hat und so weiter. Und nur Schnaps getrunken, Grappa. Davon habe ich gelebt und gesungen. Und das hat Sie auch ein bisschen politisiert, oder? Diese Erfahrung? Ja, schon. Aber das war eigentlich im Grunde eine entsetzliche Zeit. Auf der einen Seite dieser Zuspruch, den ich auf der einen Seite hatte, aber ich wurde dadurch aber auch in eine, auch von meinen Fans, die ich ja damals dann ja hatte, und zwar reichlich, auch in eine bestimmte Ecke geschoben, nämlich in die des unerschrockenen Einzelkämpfers, der gegen den Rest der Welt. Und das war überhaupt nicht das, was ich wollte. Das sind nur ganz winzige Auszüge aus schrecklichen Alltagsbegebenheiten von morgens bis nachts. Und die ständige Observation, ich war ja, trat dann auch immer auf, und man muss sich das vorstellen wie im Kino. Dann waren in diesen Szenekneipen, wo diese bärtigen Dings mit den Sandalen, dann da saßen die Hippies, und da tauchten plötzlich Typen auf mit einem Trenchcoat an. Ja, das waren die Ermittler. Das waren die verdeckten Ermittler, die mir immer auf der Spur waren. Wie lange dauerte das etwa? 10 Jahre. Ja. Die ersten 5 Jahre, dann wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt. Ich musste dann von Bader-Meiner Prozess zum anderen, von einem zum anderen, von Hamburg nach München, von Berlin nach Hamburg und überall immer dasselbe sagen. Ich verweigere die Aussage, weil gegen mich ein Ermittlungsverfahren anhängig ist. Dann habe ich das Recht, die Aussage zu verweigern. Und es ist auch so, dass ich im Nachhinein mich dafür nie wieder interessiert habe. Zum Beispiel es gibt ja immer wieder Bader-Meinhof-Jubiläen. Wenn irgendein Jahrestag ist, wo irgendwie da einer erschossen worden ist oder sonst irgendwas, dann gibt es wieder also einen Medienhype. Oder es werden wieder Bücher veröffentlicht.
Stefan Aust oder so, oder Filme werden gedreht darüber. Und ich werde den Teufel tun und mir den Scheißdreck angucken oder lesen nichts oder mehr sonst von etwas. Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. 1977 sind Sie in die DKP eingetreten. Eine Suche nach Gemeinschaft? Ja, die verlorenen Wurzeln ja, zu kompensieren, nicht? Und da hat viel meine Beschäftigung mit den Theorien des Marxismus und so weiter auch dazu beigetragen. Das hat mich überzeugt, soweit ich das verstand. Die Kommunisten beharren ja auf, gar nicht so zu Unrecht, dass das eben eine wissenschaftliche Weltanschauung sei, der Marxismus, Leninismus und so weiter. Kompliziert genug ist es. Aber das hat mich angesprochen. Und ich wollte irgendwo in einer Gemeinschaft, ich wollte mich auch einfügen. Ich wollte aus dem zu viel an Apartheid, an Besonderheit, an Sonderstatus, an Ausnahme, das wollte ich ein bisschen kompensieren oder ein bisschen oder zum Beispiel habe ich das auch gemacht. Ich bin dann morgens um 7 Uhr stand ich mit der Gitarre bei Siemens oder sonst irgendwo der Fabrikhalle und habe für die streikenden Kollegen gesungen. Schöne Zeit. Fühlte ich mich richtig nützlich. Das war natürlich schon eine eher autoritäre Organisation. Gut, dass die mag autoritär gegenüber Leuten, anderen Genossen gewesen sein, mir gegenüber nicht. Ich blieb in derselben Situation. Ich konnte wieder machen, was ich wollte. Und das ist so weit gegangen, dass ich zum Beispiel, weiß ich noch, irgendwie so eine Initiative, eine Friedensinitiative oder sonst irgendwas, und dann so parteiübergreifend und Gewerkschaften, SPD und Sozialdemokraten und auch ein paar Kommunisten dazwischen. Und ich sollte da singen. Und dann haben die Genossen gesagt, hör mal, wir haben, heute ist eine Bündnisveranstaltung, lass mal die Internationale weg. Ich sage, was? Du verdammter Opportunist, du willst Genosse sein? Und dann bin ich aber auf die Bühne und habe die Internationale geschmettert. Und dann sind die Sozialdemokraten alle rausgelaufen. Den Zusammenbruch der DDR und eben auch der Sowjetunion, da löste sich natürlich alles auf. Das war natürlich, ja, ich flog plötzlich aus meiner Weltanschauung, aus meiner Plattenfirma auch, die damals mit der Partei verbunden war. Pläne, der Pläne-Verlag, die lösten sich auch auf, um später nochmal wieder unter anderen Bedingungen nochmal wieder anzutreten. Dann war ich dann nochmal wieder bei denen. Und vor allen Dingen hatte ich keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr gehabt, aufzutreten. Musste ich aber, ich musste ja leben. Und dann habe ich teilweise Leute von das Publikum von der Bühne runter beschimpft. Weiß ich noch, in Hannover saßen sie alle da so ein bisschen unbewegt. Aber ich habe wahrscheinlich auch so eine ganz lange Fresse gezogen, wie ich das sehr gut kann, wenn ich sauer bin. Aber das habe ich den anderen angelastet. Ich sage, was seid ihr für ein Haufen, verdammt nochmal, locker wie Eisenbahnschienen. Ja, und ich reiß mir hier oben den Arsch auf der Bühne. Und noch tödlicheres Schweigen danach. Danach durfte ich mich dann in Hannover, glaube ich, 8 Jahre nicht mehr sehen lassen. Wie kamen Sie denn aus dieser miesen Stimmung wieder raus? Ja, da bin ich irgendwie wieder rausgekommen. Ja. Austritt aus der Partei? Nein, den habe ich beabsichtigt, also stillschweigend vollzogen. Ich wollte nicht zu diesen Heinis gehören, die jetzt mehr Culpa schreien und ach, ich bin ja auch betrogen worden und sich jetzt, wie wir früher gesagt hätten, dem Klassengegner jetzt in die Arme werfen, um zu Kreuze zu kriechen. Den Klassenfeind. Aber nicht mit mir. Ich sage heute noch, diese Zeit in der Partei, die Mitgliedschaft in der Partei war für mich lebensrettend. Und das war sie dann irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich dann nicht mehr mitgemacht. Aber ich bin nicht spektakulär ausgetreten. Ja. Gut, aber aus dem Loch sind Sie schon wieder rausgekommen, ne? Aus dieser Publikumsbeschimpfungsmasche. Aus dem Loch bin ich rausgekommen. Und wieder dank den Freunden, meiner Frau, muss ich auch sagen, die mich gestützt hat in dieser Zeit. Und ich musste von vorne wieder anfangen, weil das hat sich damals nach der Wende irgendwie alles wieder neu zurechtschaukeln müssen.
alle Bedingungen, Verhältnisse, auch eben auch meine. Und auch mein Verhältnis zum Publikum und des Publikums zu mir. Ich musste von unten wieder anfangen. Also ich bin dann wieder wie ganz früher in Berlin in kleinen Clubs aufgetreten. Und zuverlässig vor allen Dingen. Das habe ich mir auch zum Programm gemacht, also zuverlässig zu sein, obwohl mir das nicht liegt. Ich bin eigentlich nicht pünktlich, ich bin furchtbar unpünktlich eigentlich. Heute bei unserer Verabredung war ich aber pünktlich. Das stimmt. Dann haben Sie in diesem Jahr den Echo bekommen für Lebenswerk. Ja. Und ich habe gelesen in der Zeit, so ein Statement von Ihnen, einerseits große Freude, aber andererseits ein bisschen Skepsis. Hat es dann doch Spaß gemacht mit den Toten Hosen auf der Bühne? Ja, absolut, weil ich bin ja nun schon lange Tote Hosen-Fan. Ich bin selber nie Rocker oder Punker, was in der Art gewesen. Aber ich habe die immer bewundert. Ich bin großer Toten Hosen-Fan. Und als die dann mein Lied gecovert haben, heute hier morgen dort, da war ich ja ganz glücklich. Und als sie dann auch noch auf mich zukamen und sagten, Hannes, lass uns das mal zusammen machen. Und das habe ich als eine ganz große Ehre empfunden. Viele haben das missverstanden am Fernseher. Die dachten, ich wäre da von den Toten Hosen überfallen worden, während ich das Lied sang. Und dann kam es plötzlich, ging es zur Sache mit Schlagzeug und mit den Drums. Und das war aber nicht so, das hatten wir oft geübt, also die Hosen und ich. Da haben Kameraleute und der Regisseur haben da geschlampt, die haben da was nicht mitgekriegt. Ich habe nämlich den Einsatz gegeben für die Toten Hosen. Und das sollte ins Bild. Und zwar so, in einer großen Bewegung. Und das haben sie nicht gebracht. Und so sah das jetzt aus, als wenn die Toten Hosen mich totschlagen wollten. Aber es war ein großer Spaß. Und es war Es war wunderbar. So. Und ich bin ja nochmal mit den Hosen aufgetreten, hier in Kassel im Stadion. Bei Ihrem Konzert. Gibt es Themen, wo Sie sagen würden, das sind so Sachen, die mich richtig nochmal reizen werden, ein Lied drüber zu machen? Oder Themen, die Sie bewegen, politische Themen? Ja, klar. Das ist schwer zu beantworten. Weil ich nehme mir da auch nichts vor. Ich richte mich da zum Beispiel auch nach meinen Empfinden. Ja, gut. Und zwar, ob diese Empfindung, die ich habe, eine positive oder irgendwie eine Lust, eine Idee, ob die wiederkehrt. Okay. Wenn sie das tut, dann mache ich es irgendwann. Und wenn es 40 Jahre dauert. Ich habe sitze jetzt gerade an einem Lied, das wollte ich vor 40 Jahren schreiben. Und das mache ich jetzt. Und wenn Sie die Zeitung gucken? Gibt es dann sowas, was Sie ärgert? Mich kann ärgern, die ganz jetzt in erster Linie, oder was in der letzten Zeit ja auch akut war und immer noch ist, die NSU-Geschichte mit den Nazi-Mördern, die da jahrelang ihr Unwesen treiben konnten und das nicht wahrgenommen wurde. Und sogar noch der Verfassungsschutz dann mit drin steckt und so weiter. Also diese Dinge, also diese Tendenz und dass zum Beispiel die Gefahr eines neuen Faschismus oder der Möglichkeit eines noch nicht ernst genommen wird. Von der Politik nicht und von den Menschen wohl auch nicht, von den meisten Leuten. Aber ich fürchte mich davor. Das tue ich schon seitdem ich Kind bin. Deshalb auch immer wieder die Beschäftigung und Auseinandersetzung damit. In den Liedern. Ja, das kommt immer wieder vor. Das kommt immer wieder vor und das wird auch wohl so bleiben. WDR 5, das war das Tischgespräch. Heute mit Hannes Wader. Ich bin Gesa Rünker. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Geduld. Ich bedanke mich auch.